So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun wollen wir hier wunderbar die Verfolgung aufnehmen. Oh verdammte Scheiße. Hier lang, hier und da rüber reiten und ein wenig darüber und da und den Typ mal vom Pferd treten. Ja. Ja, weil wir hier sie weglocken sollen. Komm, sag mal, was machst du, Gaul? Aber ich meine, bisher sieht es ja noch ganz geschmeidig aus und so, ne? Ein Haar geschlagen wie ein Kanickel. Die Abkürzung. Ich weiß nicht mal, wo ich überhaupt hinreiten soll. Autsch. Ja, die werden mich umbringen, wie es aussieht. Reite, reite. So, hat einen Gaul getroffen. Wunderbar. So. Oh Mann. Nein. Das ist nur ein Pferd. Scheiße. Geschmeidig, haben wir irgendwelche Waffen? Das ist sehr gut. Sie ist den Abhang runtergefallen, aber ich sehe sie nicht. Verdammt. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich zu Fuß weiter? Treffer. Deine Biest wird büßen. So, den da hinten werde ich vermutlich jetzt nicht direkt kriegen, muss ich ein bisschen nach hinten. Nein! Ja! So, scheiße, Medikit kann ich nicht mal herstellen. Ich kann gar nichts herstellen. Ah doch, da. Eine Nagelbombe. Ist vielleicht immer gut, das Ganze herzustellen, wenn man gerade verfolgt wird. Direkt hier rein. Schön in Deckung gehen. Gucken, was wir hier finden. Ah, ich habe gerade durch die Holzplatte, habe ich sowieso die Sachen aus dem Schrank rausgeholt. Das ist sehr realistisch. Gucken, können wir uns hier drin verstecken. Was haben wir hier drin? Aha, aha, aha. Ich kann Medikit herstellen. Wuhu! Was ich vermutlich auch bald brauchen werde. So, jetzt ist natürlich die komische Sache, jetzt rennen wir hier dumm im Häuschen rum, ne? Und wissen gar nicht, was wir eigentlich machen sollen. Steine haben wir hier, ein ganzer Haufen. Was haben wir hier drin? Oh. Wunderbar, noch mehr Alk, noch mehr Scheren. Ja, ja. Oh ja, Jagdmunition, sehr gut. Ach du Scheiße. Scheiße. Wie viel sind das? Eine? Das sind wieder viel zu viele Leute hier. Das ist keine Massenveranstaltung, Jungs. Ah! Ja, das war vielleicht ein bisschen blöd, ich hätte vielleicht schießen sollen. Ja, keine Munition verschwenden. Ja, keine Munition verschwenden. Okay, irgendwo. Da. Ich kann noch das wo, Alter. Nein, nein, nein. Boah, verdammte Scheiße. Oh Mann, 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 oh Mann. Muni. Verdammt. So, haha, das ist der Stellungskrieg hier. Verdammt. Das
sowieso eigentlich ziemlich unfair, muss ich sagen, hier mit 50 Mann auf ein kleines Mädchen auszugehen, das ich nicht wehren kann. Warum steckt überhaupt ein Pfeil in der Couch? Egal. So. Sag mal, Leute. Noch mehr Pfeile. So. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt die ganze Zeit unendlich da angerannt kommen. Ich hoffe es ja mal nicht. Hallo? Leute? Ist hier jemand? Ich hab gedacht, es wäre Munition. Nein, es ist ein Stein. Ein Stein, was will ich denn mit einem Stein? Einfach nur Munition. Ganz normale Munition. Ich schleiche hier ziemlich offen durchs Gelände, ne? Oh, eine Schrotflinte. Oh. Oh, oh. Sehr geil. Meine kleinen Walter PPK. Noch ein Medikit, noch ein Medikit. Dann kann ich mich eins schon mal verbraten. Wobei brauche ich gar nicht mehr. Hat schon allein wieder ein bisschen aufgefüllt. Ganz schön wenig los. Das ist doch schon ein bisschen verdächtig irgendwie. Hallo. Schön die Häuser durchstöbern. Okay, hinten gibt's Snacks. Ist immer gut. Da steht einer. Bewegt er sich? Sieht nicht so aus. Aber am besten, wie immer, schön von hinten. Solange er keine Rückendeckung von Ingrid bekommt. Ach du Scheiße. So. Soviel zu dem Thema. Er bekommt also doch Rückendeckung von irgendjemandem. Da hinten hat er sich hingelegt. Alte Sau. Kacke, es ist dann doch etwas. Ja, der rennt mal schön im Kreis. Oh. So, das war's dann auch mit dieser Waffe. Aber dafür haben wir jetzt bei der anderen hier wieder. Es ist einfach zu viel los hier.
dafür, dass die Welt eigentlich nicht mehr so richtig existiert, haben wir hier zu viel Verkehr. Hallo? Da war doch jemand. Oben sitzt einer. Alter, kann das sein, dass der mich mit einer Pistole erwischt? Im Jagdgewehr kann man das noch verstehen, aber mit einer Pistole? Hallo? Ah, Shotgun-Munition. Ein Boot. Ein Boot, ein Boot, ein Boot. Da oben könnte es wahrscheinlich zum Nahkampf kommen, also. Wo ist sie, verdammt? Okay. Wo gehe ich lang? Und wo sind sie? Hab ihn. So. Das war natürlich ein bisschen, muss man schon sagen, hinterhältig, aber ja. Ich meine, wenn die auf ein kleines Kind losgehen, darf man sich auch ein bisschen hinterhältig verhalten. So. So. Wanderweg. Okay, der sollte hier ausführen. Du packst das, Ellie. Natürlich packst das. Ist tough. Okay. Auf. Nicht lauf. Wasser. Laber nicht so viel. Nicht rein. Oh je. Okay, hier darf man also nicht fischen. Und was auch immer das andere bedeutet, soll vielleicht kein Flachkörper. Würde ich hier sowieso nicht machen. So. Nun wird's spannend. Wo ist denn der Boss? Ja, wo ist er dann? Ey, wo ist er dann? Ah, cool, eine Röhre. Tja. Scheint nicht viel los zu sein, ne? Scheint echt nicht viel los zu sein hier. Noch eine Röhre. Oh. Oh, da komme ich nicht durch. Was zum... Hallo? Kann ich nicht schlagen oder so? Hallo? Wollen mich doch alle verarschen. Ausgang. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Gute Frage. Man könnte ja versuchen, das Ganze zu sprengen, aber das ist halt ein Risiko, nicht? Aber was wollen herstellen? Ah, komm. Ist das Ding jetzt kaputt?
Gut. Ja. Also wirklich durch kann man hier ja nicht, ne? Das ist natürlich schon wieder richtig typisch. So, das war's. Ob doch mal eine Nagelbombe verschwendet. Würde ich sagen, gehen wir da durch. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.